Du sag mal, Alex, was ist eigentlich dein größtes Learning der letzten Jahre? Da muss ich gar nicht lange nachdenken. Mein größtes Lockdown, und dafür werde ich ewig dankbar sein, ist die Lernkurve, die ich in der Corona-Krise machen durfte. Weißt du, ich war damals davon überzeugt, Storytelling ist ein emotionales Thema. Storytelling, da erreicht man die Menschen im Herz, da erreicht man die Menschen mit ihren Werten. Deswegen war mein Belief-System, meine Landkarte, und natürlich muss ich Storytelling im Live-Kontakt mit meinen Teilnehmern erarbeiten, und wir müssen diese ganzen Sachen vor Ort machen, weil anders geht es nicht. Und dann irgendwann, du erinnerst dich an die Zeit, gab es von einem Tag auf den anderen den Lockdown, niemand durfte mehr in Deutschland ohne irgendeinen Nasenschutz und Mund- und Nasenschutz auf die Straße gehen. Seminare waren für Wochen und Monate gecancelt. Und erst waren wir alle sehr gefrustet, haben diese Cancelei zugelassen. Dann haben wir gesagt, hey, wir können unsere Kunden nicht länger warten lassen. Unsere Kunden haben Marketing-Coaching-Programme bei uns gebucht. Wir müssen mindestens die Herausforderungen eingehen und die Chance wahrnehmen, das Ganze online zu coachen. Und weißt du, was das Interessante war? Ich habe, ich glaube, 20, 25 Seminare Storytelling im Business in den letzten 4, 5 Jahren gemacht. Und ich habe einen guten Freund, Boris Thomas, der bei vielen dieser Seminare dabei ist und einfach von seinen Umsetzungsbeispielen, seine Erfahrungen mit Storytelling mit allen Teilnehmern bespricht und teilt und sie mitzahlen lässt. Und Boris hat eine absolut bewegende Schlussgeschichte. Und ich will die ja nicht vorwegnehmen, ich werde sie nicht erzählen, aber eine Schlussgeschichte, was sein Großvater ihm sozusagen in den letzten Minuten seines Lebensmaxime und wichtigste Lebensweisheit mit auf den Weg gegeben hat. Und wenn immer ich Boris diese 18, 19 Male da gesehen habe, aus der 25. Reihe, wenn ich selber live vor Ort war, dann habe ich so eine Gänsehaut bekommen. Ich dachte, wow, die Story ist sowas von gut. Das ist sowas von mega gut. Und dann war es das erste Mal, wir machen das Ganze online. Und wie alle anderen Teilnehmer, du kennst es von ARD und ZDF, wird den Spruch, bei Online-Seminaren sitzt du an deinem Schreibtisch, sitzt du in deinem Wohnzimmer, aber du sitzt in der ersten Reihe. Und das war das erste Mal, das 19. Mal oder 20. Mal, wo ich diese Geschichte höre. Und Boris erzählt sie und sagt, okay, mein Großvater war schon ganz schwach, hat einen schweren Sturz und Fahrradunfall gehabt und wollte mir was zuflüstern. Ich hatte es nicht verstanden, hat schon gemeint, ich sollte gehen. Und ich bin bis zur Tür gegangen und dann hat er mich nochmal so mit letzten Kräften schwach zu sich gewinkt. Und dann bin ich nochmal zu ihm hingegangen und dann habe ich mich runtergebeugt und dann hat er mir ins Ohr geflüstert, Boris, mach weiter so. Was ich in dem Zeitpunkt noch nicht wusste, das waren die letzten Worte, die mein Großvater mir mit auf den Weg gegeben hat. Das war sozusagen sein Vermächtnis für mich. Und ich sehe Boris von diesem 1,50 Meter auf dem Bildschirm. Und ich sehe es erste Mal, 20. 21. Mal, ich sehe es erste Mal, wow, der hat feuchte Augen. Die Geschichte geht ihm wirklich genauso nah, wie ich es jetzt hier spüre. Und von dem Tag an hatte ich eines kapiert. Wenn du mit Stories kommunizierst, hast du so viel emotionale Power in deiner Kommunikation. Du kannst es online machen, du kannst es offline machen. Wir haben die Gelegenheit genutzt, das hat für viele unserer Teilnehmer dramatisch viele Vorteile, dass wir inzwischen die meisten unserer Coaches online machen. Also wenn du mich fragen willst, was das Wichtigste, aha Alex, was du in den letzten 2 Jahren hattest, ist, dass gute Kommunikation und gute Coachings, die du vielleicht deinen Kunden lieferst und gute Kundenkommunikation, auch gute Verkaufsgespräche, dass all die Sachen inzwischen mit Technik so abgebildet werden kann, dass der Kunde und du, ihr beide in der ersten Reihe sitzt. Für uns war das eine dramatische Überholspur für schnelleres Unternehmenswachstum. Und deswegen denk mal drüber nach, ob und wo du diese Chancen mit dem Kunden in der ersten Reihe zu sitzen ebenfalls nutzen könntest. Wenn du jetzt sagst, Mensch Alex, das war mega cool, aber ich weiß immer noch nicht, ob das für mich funktioniert, aber ich weiß immer noch nicht, ob das für mein Business funktioniert. Funktioniert das für Beerdigungsinstitute, funktioniert das für Eventveranstalter von Hochzeiten, für Steinkohle, Braunkohlehändler oder was weiß ich. Eins kann ich dir schon sagen, bislang hat es in 82 verschiedenen Branchen exzellent funktioniert. Aber ich lehne mich nicht aus dem Fenster, weil ich kenne nicht alle Fälle, ich kenne nicht deinen speziellen Fall. Aber ich habe eine Einladung für dich. Wenn du mit jemandem einmal vorteilsfrei diskutieren willst, welches Potenzial du hast, welche Golden Nuggets du hast, wo du mit Storytelling hinkommen kannst, dann reservier dir einfach einen Call mit einem meiner Service-Coaching-Mitarbeiter und informier dich über das, was in deiner Branche und für dich konkret möglich ist. Und der Link dazu hier unten, reservier dir einen Termin und vielleicht sprechen wir schon bald.